Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Necromunda, Hired Gun. Wir sind zurück in Martyrs End. Dafür wird jemand bezahlen. Du sagst es. Ja. Ich werde es nicht sein. Oh, was habe ich jetzt hier für eine Waffe plötzlich? Verdammt, sie haben wieder ein Fass gestohlen. Naja, reden wir mal mit ihr. Was willst du trinken? Second Best? Ja. Yeah. Wo warst du? Hab eine Zugfahrt gemacht. Die Iron Vipers? Ja. Yeah. Hast gehört, dass sie seit neuestem vogelfrei sind, oder? Was? Verdammt. Nein. Verpasste Gelegenheit, was? Willst du noch was wissen? Was? Angeblich wollen sie sich ein altes Generatorum krallen, draußen in Richtung Delta 7. Das war mal Goliath-Gebiet. Aber die Iron Vipers haben fast alles davon erobert. Außer dem Generatorum, heißt es. Das gehört immer noch den Stimdogs. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so bleiben. Was wollen die Iron Vipers mit dem Ding? Oh, das wirst du wohl selbst rausfinden müssen. Vielleicht mache ich das. Und schnappe mir auch gleich noch die Belohnung. Okay. Ja, dann gehen wir mal. Nee, nicht zum Werkmeister. Mit wem muss ich sprechen? Ah, mit der Waffenhändlerin, okay. Ja, der Kuppelläufer. Kennst du den Ort, auf den die Iron Vipers so scharf sind? Stimdogs Gebiet? Unten, unter Delta 7? Klar. Zeig's mir. Zeig's mir. Jetzt hat mir hier mein Waffenrad. Zweimal eine Striker, okay. Wie viel? Rogue Dog. Ton von Terror. Du musst dir meine Bionics ansehen. Komm. 17.300 Credits habe ich. Okay. Machen wir hier Gesundheitsbonus plus 5. Und 20.000 kostet das, okay. Energiebonus. Kürzt alle Abklingzeiten, okay. Kaufen wir. Dann haben wir hier auch nochmal Gesundheit plus 5, okay. Gehirn. Erhöht Chance auf Beute, erhöht die Chance auf kritische Treffer. Ist geschärfte Sinne. Wo kann ich das ausrüsten? Das ist eine gute Frage, ha? Verringert den Schaden, den du nimmst. Hey. Kann ich mir sogar leisten. Es verringert den Schaden, den du nimmst. Wenn das Kraftfeld zerstört ist, erleidet der Kopfgeldjäger normalen Schaden. Ja, komm. Passen Sie auf sich auf, sonst war meine ganze Arbeit umsonst. Ja, Bruder. Ein Mann mit einem Kieselstein. Kein Admann kann hier niemandem vertrauen. Zeig mir, was du hast. Oh, shit, okay. Warum kann ich meine Sachen nicht angucken? Kann doch wohl nicht euer Scheiß ernst sein. Hier eh nichts leisten. Pass darauf Ja, auf. okay. Du wirst es noch brauchen. Wo kann ich denn meine eigenen Sachen anschauen? Das war vielleicht ein Fiasko. Eine verlassene Kuppel voller Immer zum Werkmeister. Zeig mir, was du tun kannst. Ich habe zweimal eine Striker. Was kann ich denn hier machen? Glücksbringer. Okay. Archaeotex habe ich nichts. Mündungen. Laservisier brauche ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Geld. Skins kann 80.000 Credits. Geil. Okay. Genauigkeit geht hoch.
Stabilität auch. Verschlechtert die Handhabung. Ja, Genauigkeit. Mach mal das. Das gefällt mir. Alright. Wähle eine Mission aus. Sehr gerne. Ah, nee, warte. Was ist mit dir? In Momenten. Was willst du? Wild Snake? Ah, mit ihm kann ich nicht reden. Okay. Gesucht oder lebendig. Tot oder lebendig. Silver Talon. Das hier? Zugriff verweigert. Ja, dann Generatorum. Starten wir. Hier nicht wirklich viel, was ich hier noch mitnehmen kann, ne? Meiste. Komm. Dann noch Sprenggranaten. Kann ich nur eine kaufen? Scheiße. Okay. Ausrüstung. 51 Rüstung. Hier hätte ich 59. Rüst zwar das aus. Habe ich hier nichts mehr, ne? Nö. Das hier. Ratskin-Karte. Ratskarten, ja. Gut, ich habe eh keine Credits mehr, von daher starten wir die Mission. Let's a go, let's a go. Bin ready to rumble. Kapitel 3. Die Iron Vipers wollen eine von einer Goliath-Gang namens Stimdogs kontrolliertes Generatorum erobern. Außerdem sind sie seit kurzem vogelfrei. Das Erledigen der Iron Vipers bringt also eine Menge Credits. Aber Vorsicht! Eine Escher-Gang namens Black Serpents ist ebenfalls auf Rache aus. Okay. 1092 Credits kostet ein Stim. Verdammt. Glaubst du, irgendwer zahlt eine Belohnung für ein Tentakel? Was? Nein, aber hör zu. Die Orlocks glauben, dass das Sumpfmonster ihre Gelegenheit ist, die Goliath fertig zu machen. Du musst dich erst um die Orlocks kümmern, bevor du die Goliaths ausquetschen kannst. Ist das so? Okay. Wait a minute. Die sollen sich doch erstmal gegenseitig erledigen. Oder? Oder soll ich ein bisschen mithelfen? Überraschung. Oh, shit. Okay, der ist tot. Sehr gut. Fuck, wie viele sind da noch? Come on! Scheiße, das sind verdammt viele. Es sind mir ein paar zu viele, okay? Na los. Noch einer. Haben wir noch einen? Sehr gut. Wer hat jetzt da gerade auf mich geschossen? Da oben oder was? Schön, dass du mich siehst. Was hat sie gebracht? Ja, nichts. Da, komm.
Ja, okay, ich dachte, die sehen mich nicht. Ich da einen Schalldämpfer habe. Fucking hell, ey, wie viele sind das denn? Da war doch gerade noch ein zweiter, oder nicht? Los, weg da. Irgendwo ist noch einer. Du musst höher rauf für bessere Sicht. Ich sehe da oben eine Spur an Signalfeuern. Sieh nach, wohin sie führt. Motherfucker, ey. Wie viele sind das denn? Hier. Noch mehr, Alter. Die kommen von überall, Mann. Los, weg da. Meine Güte, ey. Muss ich überhaupt hier bleiben? Das ist natürlich... Frage. Perfekt, Junge. Noch einer. Jesus fucking Christ, ey. Vorsicht. Da sind eine Menge schwerer Waffen, die den Weg zum Generatorum verteidigen. Jag sie irgendwie hoch und bahne dir deinen Weg. Sonst hast du keine Chance. Okay. Sieht aus, als wollten die Orlocks die Wand mit einem Armbord durchbrechen. Perfekt. Dann haben wir den schwierigen Teil schon erledigt. Kannst du die Sache beenden? Ist alles ein bisschen kompliziert hier, ne? Kann ich das Ding irgendwie verwenden? Oder was ist hier jetzt genau das Ziel? Meine Fresse, ey. Wieder fast tot. Kann ich da irgendwie hoch, oder? Schaut nicht so aus, ha? Aber was mache ich denn damit? Ach du Scheiße, ey. Was mache ich denn damit? Munition habe ich auch keine mehr. Meine Güte. Mich verarscht, jetzt bin ich wieder unten, oder was? Ja, wirklich, großes Kino. Ja, ne. Ist geil. Ich wieder hier. Was? Nee, war ich... Hä? Nee, wo bin ich? Wieder so ein scheiß Roboter-Dingens. Lass mich doch einfach mal in Ruhe hier. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ah, ich weiß jetzt wieder, wo ich bin. Okay. Ja. Das ist aber nicht so gut, ha? Was ist jetzt mit diesen scheiß Raketen hier? Was muss ich hier machen? Hä? Leckt mich mal alle am Arsch, ey.
Lage mit dem Orlok Ambot eine Bresche. Aber ich kann das Ding ja gar nicht benutzen, also... What the fuck am I supposed to do? Munitionskiste, Credits. Was soll ich machen? Heil mich mal vorsichtshalber nochmal. Was willst du? Ich weiß halt wirklich nicht, was ich hier machen muss. Scheiße, ey. Komm da auch gar nicht. Ich will da noch gerne reingehen, wenn's geht, aber... Ah, hier. Ja, okay. Oh, eine Truhe. Okay. Ausrüsten. Archeotech. Oh, shit. Nee, warte. Oh, ich kann das nicht alles mitnehmen, ha? Ja, dann nehmen wir es mit. Okay. Ach, hier ist der Befehl. Wow. Hätte man mir auch sagen können. Habe ich ein paar Waffen mehr, ha? So eine. Und jetzt? In die Bresche rein. Ja, na dann. Machen wir morgen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.